Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Wissenschaftsabend in Dreisat. Wie immer donnerstags 2 Stunden von 20.15 Uhr bis 22 Uhr. In dieser Woche geht es bei Dreisat um das Thema Fortschritt. Eine der ganz großen Fortschrittsideen, die uns als nachhaltig, umweltschonend, als geradezu genialer Schachzug angepriesen wurde, war die neue Energiesparlampe. Viele Kritiker sagen heute, dass die Energiesparlampe vor allem eines ist, eine Mogelpackung der EU, die nicht nur neue Giftmüllprobleme, sondern ernsthafte Gefahren für die Gesundheit der Menschen darstellt. Unsere Dokumentation Ausgebrannt vom Ende der Glühbirne geht dieser Behauptung nach. Im Anschluss daran stelle ich in meiner Sendung Skobel dann die Frage, ob es überhaupt wahr ist, dass unsere Kultur Fortschritte macht. Wir alle sehen doch immer deutlicher die negativen Folgen. Kann man also überhaupt von Fortschritt reden und wie kann man ihn messen? Darüber spreche ich dann mit meinen Gästen ab 21 Uhr bei Skobel. Doch zunächst sehen Sie jetzt die Dokumentation Ausgebrannt. Die Glühlampe hat ausgedient. Energiesparlampen sind, was den Stromverbrauch angeht, ein Fortschritt. Doch die Energiebilanz ist nicht alles. Unsere Autorin Alexandra Pfeil will wissen, wie wertvoll die Sparlampen wirklich für die Umwelt sind. Wir wissen, wir können Strom sparen mit der Energiesparlampe. Aber die Frage ist, ob wir auch wissen, welche Risiken wir damit eingehen. Es ist völlig unverständlich, woher dieses faktische Glühlampenverbot kommt, was wir jetzt ja haben. Wenn diese Lampe kaputt geht, ist das ganz gefährlich, weil das Quecksilber sofort verdampft. Man in Sekundenbruchteile das eigentlich in der Lunge hat. Was soll daran ökologisch sein? Für mich gar nichts. Seit 2009 sind die Glühlampen schrittweise aus den Verkaufsregalen verschwunden. Im September 2012 werden nun auch die letzten und schwächsten Glühlampen verboten. Als Alternative sollen wir die Energiesparlampe kaufen. Fachhändler Stefan Schrader hält das nicht für richtig. Eine Energiesparlampe ist eine Entladungslampe und die ist dafür nicht konzipiert worden, dass man sie ständig ein- oder ausschaltet. Ne? Aber wir Bürger werden ja jetzt gezwungen, im Gäste-WC oder im Badezimmer und überall auf dem Flur Energiesparlampen zu benutzen, wo man ständig das Licht ein- und ausmacht. Und somit werden also auf jeden Fall die Lebensdauern überhaupt nicht erreicht. Da steht dann ganz groß drauf 20 Jahre. Wenn man dann auf der Rückseite guckt, 20 Jahre. Aber nur, wenn sie nicht mehr als 2,7 Stunden am Tag brennt, steht dann hinten im Kleingedruckten drauf, was 90% der Menschen schon gar nicht mehr lesen können, weil es ist so klein geschrieben und das nimmt gar keiner mehr wahr. Man sieht also, oh ja, 20 Jahre hält ja wahnsinnig lange. Ich finde das schon sehr abenteuerlich. Wer Strom sparen will, greift mit gutem Gewissen zu. Industrie und Politik preisen die Kompaktleuchtstofflampe als Ökobirne. Wie kann die eine Ökobirne sein, wenn die schon voll mit Quecksilber ist? Und da sagen die immer nur, da ist ganz wenig drin, aber 2-3 Milligramm reichen schon aus, um so viel Millionen Liter Grundwasser zu verseuchen oder Erdreich zu verseuchen. Was ist dran an den Vorwürfen? Schon nach dem Verbot der ersten Glühlampen stieg der Energiesparlampenabsatz im Jahr 2009 um 35% auf 27 Millionen Stück an. Wird uns nun eine Lampe als ökologisch wertvoll verkauft, die es gar nicht ist? Wir fahren nach Frankfurt und besuchen das Magazin Ökotest. Die Redaktion hat sich mit der Energiesparlampe intensiv beschäftigt. Chefredakteur Jürgen Stellpflug kennt die Vor- und Nachteile der Sparbirne. Ökotest hat 16 verschiedene untersucht von diesen Energiesparlampen und wir haben das sehr breit gemacht. Wir haben natürlich geguckt, wie viel Energie gebrauchen die oder wie viel Energie sparen die. Wir haben auch nach Schadstoffen geguckt, aber wir haben uns natürlich auch gefragt, wie ist denn das Gesamtsystem? Also wenn man darüber nachdenkt, wie viel Energie wird für die Herstellung verbraucht, wie viel Energie wird für die Versorgung verbraucht. Und wir haben gesehen, das geht alles nicht ganz so gut aus für die Energiesparlampe. Das sind die Energiesparlampen, die wir getestet haben. Und hier beispielsweise sieht man, hier wird gesagt, eine 60 Watt
Glühbirne wird ersetzt durch eine diese 11 Watt Energiesparlampe. Und das kommt nie und nimmer hin. Wir haben festgestellt, dass man mindestens eine 14 Watt braucht. Und da die Energiesparlampen aber auch relativ schnell an Helligkeit verlieren, braucht man eigentlich eine 21 Watt Energiesparlampe, um eine 60 Watt Glühbirne zu ersetzen. Und das hier ist die Lebensdauer? Das ist die Lebensdauer. Auch hier wieder wird gesagt, okay, ich brauche 8 Glühlampen, um eine Energiesparlampe zu überleben sozusagen. Der Hersteller muss das ausweisen, aber ob es stimmt, prüft im Ende auch wirklich nicht, prüfen die Behörden auch nicht nach. Dafür prüfen wir es nach. In Wilhelmshaven im Prüfzentrum Technik untersuchen Elektroingenieur Wolfgang Herter und seine Kollegen schon seit Jahren unterschiedliche Leuchtmittel. Die Energiesparlampe mit ihrem gewickelten Glaskolben heißt im Fachjargon Kompaktleuchtstofflampe. Wolfgang Herter testet auch, wie lange Energiesparlampen wirklich brennen. Hier hängen mehr als 100 Lampen von 36 verschiedenen Herstellern. Ja, hier sehen wir unseren Dauertest mit den Energiesparlampen. Ergebnis bisher, 7000 Stunden haben die hinter sich. Wir haben ungefähr 30% Ausfälle bisher. Das ist aber schon eine ganze Menge. Das heißt, was auf der Verpackung steht, das stimmt im Regelfall nicht, dass die also 8000 oder 10.000 Stunden halten sollen. Dann haben wir zusätzlich hier bei dem Schalttest ist es so, dass die Lampen nur eine Minute brennen, sind dann wieder für 5 Minuten ausgeschaltet. So läuft das dann rund um die Uhr. Die ersten Energiesparlampen fallen da sogar schon bei 3000 Schaltzyklen aus. Man überlegt sich im Badezimmer, ich glaube, es ist kein Problem, 10-mal am Tag ein- und ausschalten. So hat man noch nicht mal eine Lebensdauer von einem Jahr für so eine Lampe. Ich bitte den größten deutschen Lampenhersteller zu erklären, wie ihre Lebensdauerangaben zustande kommen. Die Firma Osram antwortet knapp per E-Mail. Wir haben Ihre Fragen eingehend geprüft und können Ihnen sagen, dass die Osram Energiesparlampen allen gesetzlichen Standards in puncto Lebensdauer entsprechen. Es gibt zurzeit an gesetzlichen Standards eigentlich nur die Lampenverordnung. Dort steht sicherlich auch was über die Lebensdauer drin. Aber diese Verordnung ist natürlich entstanden in Zusammenarbeit mit der Leuchtmittelindustrie. Und so hat man auch schon dafür Sorge getragen, dass die Anforderungen nicht zu hoch werden. Die Lebensdauer war ein Argument für das Verbot der Glühlampe. In der Regel erlischt der Wolframdraht nach nur 1000 Stunden Betriebsdauer. Die Ausnahme zu dieser Regel hängt in Kalifornien. Seit 1901 leuchtet diese Lampe in der Feuerwache Livermore. Inzwischen hat sie ihren 110. Geburtstag gefeiert. Damit ist sie die älteste Brennglühlampe der Welt. Die 4-Watt-Lampe ist längst zur Touristenattraktion geworden. Heute hat sie ihren Platz hoch unter der Decke und darf nicht mehr angefasst werden. Inzwischen steht die alte Dame, die Lightbulb aus Livermore, auch im Guinness-Buch der Rekorde. Alle 30 Sekunden werden Bilder der berühmten Glühlampe ins Internet gestellt. Mittlerweile hat die Wunderbirne schon 2 Webcams überlebt. Erfinder des wundersamen Glühfadens ist Adolphe Chaillet. Bis heute ist ungeklärt, warum die Birne schon so lange leuchtet. Es ist nur eines der Geheimnisse der Glühlampe. Weihnachten 1924 trafen sich in Genf die führenden Glühlampenhersteller und gründeten das weltweit erste Wirtschaftskartell. Das nannte sich Phoebus. Und es wurde dort besprochen, neben Preisabsprachen, auch die Aufteilung des Marktes unter den teilnehmenden Herstellern. Jeder Hersteller bekommt eigene Handelsländer zugeteilt und kann in diesen Ländern seine Produkte als Monopolist verkaufen. Philips, Osram und Co. arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ein florierendes Geschäft. Die Sache hat nur einen Haken. Die ersten Glühlampen waren zu gut. Zusätzlich wurde noch vereinbart, dass die Lebensdauer der Glühlampen reduziert wird, sodass die Glühlampen früher kaputt gehen und die Leute sich schneller eine neue kaufen müssen.
Das heißt, mehr Glühlampen konnten verkauft werden und mehr Gewinne können erzielt werden. Zu diesem Zweck wird das 1000-Hour-Life-Committee gegründet. Darin forschen Wissenschaftler nach einer Möglichkeit, die Brenndauer jeder Glühlampe auf 1000 Stunden zu beschränken. Die Hersteller müssen diese Lebensdauer standardisieren. Das Kartell hat dabei ein wachsames Auge auf die fertigen Produkte. Das Phoebus-Kartell hat ganz streng kontrolliert, dass diese minimierte Lebensdauer auch eingehalten wurde. Das heißt, wenn ein Hersteller eine Lampe verkauft hat, die eine längere Lebensdauer hatte als die vereinbarte, verkürzte Lebensdauer, dann musste der entsprechende Strafen zahlen. Schon die erste Glühlampe von Thomas Edison brennt 1500 Stunden. Mein erster Glühfaden bestand aus karbonisierter Baumwolle. Ich musste noch viele weitere Experimente durchführen, bis ich einen besseren Glühfaden fand. Im Dezember 1879 war es dann soweit. 1924 preisen die Hersteller bereits eine Lebensdauer von 2500 Stunden an. Doch die Macht von Phoebus ist stärker. 1940 hatte das Phoebus-Kartell endlich die Standardisierung der Lebensdauer erreicht. Das heißt, die ursprünglichen 2500 Stunden Lebensdauer wurden auf 1000 reduziert. Und es wurde den Verbrauchern aber als Fortschritt verkauft, obwohl es ja eigentlich ein Rückschritt war. Aus Sicht des Verbrauchers brennt die Glühlampe nun heller und länger. So verspricht es auch die Werbung. But this one stays young and bright all its long life. My name is Mazda. Mazda lamps stay bright and longer. Mazda lamps stay bright and longer. Mazda lamps stay bright and longer. Always ask for Mazda. 1953, nach einem 11 Jahre andauernden Rechtsstreit, wurde die Firma General Electric verurteilt. Wegen illegaler Preisabsprachen, wegen der künstlich verkürzten Lebensdauer und wegen eben unlauterem Wettbewerb. Und das hatte zur Folge, dass das Phoebus-Kartell verschwand. Immer wieder melden Erfinder Patente an für Glühlampen mit wesentlich längerer Lebensdauer. An der Produktion ist aber keiner der Leuchtmittelhersteller interessiert. Anfang der 80er Jahre gibt es in der DDR eine sensationelle Entwicklung. Eine Glühlampe, die 150.000 Stunden leuchten soll. Sie wird nie produziert. Ihr Erfinder Dieter Binninger stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Das Kartell wurde ja damals verboten, aber es gibt Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass es noch existieren könnte. Das wissen wir aber nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Lebensdauer der Glühlampe nach wie vor nur 1000 Stunden ist und sich daran bis heute nichts geändert hat. Die Hersteller halten daran fest und können es eigentlich besser. Es stimmt ganz einfach nicht, dass eine Glühlampe nur 1000 Stunden hält. Wir haben diese hier, das sind sogenannte Signallampen. Die sind vom Glühlampenverbot auch ausgenommen. Die Lampen werden eingesetzt in unseren Ampelanlagen. Die haben eine Lebensdauer von 16.000 Stunden. Die laufen bei uns schon seit Jahren, sind schon ziemlich verstaubt hier, aber sie brennen. Diese Lampen sind allerdings nicht frei verkäuflich. Es gibt sie nur im Fachgroßhandel. Energiesparlampen dagegen sind in jeder Form und Größe erhältlich. Und alle haben eines gemeinsam. Sie enthalten Quecksilber. Im Labor für chemische Analytik in Delmenhorst treffe ich mich mit Gary Zörner. Von dem Chemiker möchte ich wissen, was passiert, wenn die Lampe mit dem Schwermetall herunterfällt. Ein Experiment, das man nicht zu Hause durchführen sollte. Wenn diese Lampe kaputt geht, ist das ganz gefährlich, weil das Quecksilber sofort verdampft. Man in Sekundenbruchteile das eigentlich in der Lunge hat. So schnell kann man gar nicht wegrennen. Man sollte sich natürlich so schnell wie möglich entfernen, damit man das eben nicht in die Lunge kriegt, weil es dann übers Blut ins Gehirn geht oder über die Riechnerven direkt in die Nerven reingehen kann. Deswegen machen wir das hier eben unter Sicherheitsbedingungen. Sobald der Glaskolben bricht, tritt der Quecksilberdampf aus. Im Sockel befindet sich die Elektronik des Vorschaltgeräts. Jedes bisschen Quecksilber macht ein kleines bisschen dümmer und schädigt den IQ, also den Intelligenzquotienten. Es ist ein schweres Nervengift
und kann diverse andere Organe schädigen, auch das Immunsystem. Bei Quecksilber muss der Grenzwert eigentlich gegen Null gehen und es muss alles getan werden, dass weltweit Quecksilber weder gewonnen noch produziert noch in Umlauf gebracht wird. Giftiges Schwermetall in einer Ökolampe, das soll ein Fortschritt sein? Besuch bei einer Lampenexpertin in Hamburg. Katja Winkelmann ist Lichtplanerin und kennt sich aus mit Leuchtmitteln. Das Problem ist eben einfach, dass es ohne Quecksilber bei dieser Lichttechnik, bei der Leuchtstofflampenlichttechnik nicht funktioniert. Das gilt für alle Lampen aus dieser Reihe, also das gilt für diese lineare Leuchtstofflampe, also sogenannte Leuchtstoffröhre. Das gilt eben auch für diese Kompaktleuchtstofflampe oder sogenannte Energiesparlampe. Alle diese Leuchtmittel können nicht starten ohne Quecksilber. Das bedingt einfach die Technik, wie diese Lampe funktioniert. In Europa dürfen nur Lampen hergestellt werden, die maximal 5 Milligramm Quecksilber enthalten. Wird bei der Produktion zu wenig in die Lampe eingebracht, funktioniert sie nicht. Mit zu viel Quecksilber dagegen schon. Und das ist das Problem. Und so wird eben bei den Billigprodukten oder bei vielen Produkten, die in Asien produziert werden, wird einfach eine größere Menge Quecksilber eingebracht, damit es auf jeden Fall funktioniert. Also diese feineren Kontrollen, die es vielleicht hier in Deutschland gibt, die gibt es dort eben nicht. Das heißt, billigere Produkte, die haben natürlich einen höheren Quecksilberwert. Das spezielle Licht einer Energiesparlampe ist vielen Menschen zu kalt. Auch die neueren Warm-Weiß-Töne können mit dem behaglichen Schein einer Glühlampe nicht konkurrieren. Wenn man jetzt hier mal anguckt, das Tageslicht, das ist ein kontinuierlich, fast überall gleichmäßiges Farbspektrum. Bei der Glühlampe ist es auch kontinuierlich, wird aber im Rotbereich stärker. Und das ist jetzt das Farbspektrum der Leuchtstofflampe, das ist was völlig anderes. Das ist ein eingefärbtes blaues Licht, was natürlich nicht so kontinuierlich alle Farben enthalten kann, weil es hier aus einem blauen Licht erzeugt wird. Das heißt, dass viele Menschen dieses Licht unangenehm finden. Ich nehme mir unterschiedliche Leuchtstofflampen zur Recherche mit. Mich interessiert vor allem, wo diese Lampen hergestellt werden und ob es in diesen Ländern Auflagen für die Quecksilbermenge in den Lampen gibt. 80% aller Energiesparlampen werden in Asien produziert, auch Markenprodukte. Es gibt Berichte über Quecksilbervergiftungen unter Arbeitern in chinesischen Energiesparlampenfabriken. Ich gehe dem nach, nehme Kontakt auf zu einer chinesischen Arbeiterrechteorganisation. Wir wollen versuchen zu dokumentieren, wie diese Vergiftungen passieren können. Ein Aktivist der Organisation will in einer chinesischen Fabrik arbeiten, um dort mit versteckter Kamera zu drehen, trotz der Gefahr, entdeckt zu werden. Wir wollen das Risiko eingehen, denn nur wenn wir beweisen können, was dort passiert, werden die Hersteller vielleicht etwas an den Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken ändern. Ich möchte meine Energiesparlampen entsorgen. Doch im Baumarkt gibt es keinen entsprechenden Behälter in der Recycling-Ecke. Wegen des Quecksilbers gehören die Lampen nicht in den Hausmüll. Daher versuche ich, sie dort abzugeben, wo ich sie gekauft habe. Doch nirgendwo ein Hinweis, was mit den ausgedienten Lampen geschieht. Batterien? Batterien, Batterien. Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Ich würde gerne Energiesparlampen abgeben. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich glaube auch nicht, dass wir das annehmen. Also hier habe ich nichts gesehen bei den Lampen. Nee, aber wir nehmen die auch nicht zurück. Ach so, ich habe sie hier gekauft, deswegen. Das hat damit nichts zu tun. Mein Auto hat nun schon 0,8 Liter Benzin verbraucht und 2100 Gramm CO2 ausgestoßen. Für die Energiebilanz der Sparlampe wäre eine Abgabestelle um die Ecke sicherlich sinnvoller. Die Mülltrennung klappt hierzulande wegen des ausgeprägten Umweltbewusstseins recht gut. Nur bei der Energiesparlampe gibt es ein massives Recyclingproblem. Nur 10% der Lampen aus privaten Haushalten werden abgegeben, erzählt mir Maria Elander von der Deutschen Umwelthilfe.
Wie man die Energiesparlampen zurückgibt, ist vom Recyclinghof zu Recyclinghof ein bisschen unterschiedlich. Hier ist es so, dass man die Energiesparlampen erst in einem kleinen Behältnis reinlegt. Da gibt es keine Fallhöhe, das heißt, das Risiko, dass sie kaputt gehen, ist kleiner. Damit das Quecksilber nicht austritt. Genau. Und dann kommen die Mitarbeiter und entleeren dann dieses kleine Gefäß in ein größeres Gefäß, was dann so lange gesammelt wird, bis das voll wird. Und dann wird es abgeholt und recycelt. Dann tue ich die jetzt einfach da rein? Genau. Zusammen mit den anderen Energiesparlampen. 90% der quecksilberhaltigen Birnen landen im Hausmüll und gelangen so in die Umwelt und ins Erdreich. Anders als bei Batterien weiß kaum jemand, dass die Lampe nicht in den Hausmüll gehört. Das Recycling ist aufwendig. Glas, Quecksilber und Elektronik werden getrennt. 3% der giftigen Reste der Energiesparlampe sind nicht recycelbar. Sie werden unter Tage entgelagert. Wie unser Atommüll. Die Weichen für die Energiesparlampen wurden 2009 in Brüssel gestellt, als Energieeffizienzvorgaben und somit faktisch ein Glühlampenverbot beschlossen wurde. Doch hat sich die EU-Kommission auch über das Recyclingproblem Gedanken gemacht? Energiekommissar Günther Oettinger lehnt ein Interview ab. Laut seiner Sprecherin müssten alle Bürger wissen, wohin mit der Lampe. Was die Geschichte der Entsorgung angeht, ist es so, dass die Geschäfte das hier zurücknehmen müssen. Bisher nicht. Doch. Die Geschäfte müssen. Das tun sie aber nicht. Sie müssen das zurücknehmen, ja. Die Energiesparlampe zum Recycling zurücknehmen, ja. Das tun die Geschäfte nicht. Und sie weisen auch alle darauf hin, dass sie die Verpflichtung nicht haben. Man kann die Energiesparlampe nicht dort, wo man sie kauft, auch hinterher abgeben. Laut Gesetz müssen die Geschäfte das zurücknehmen. Und laut Gesetz ist es so, dass es die Mitgliedsländer, also dass es Deutschland ist, die ihre Bürger, die deutschen Bundesbürger informieren müssen, wo und wie sie diese Lampen abgeben. Hier irrt sich die Energiesprecherin der EU-Kommission. Für die Entsorgung sind in Deutschland die Hersteller zuständig. Für den Handel ist die Rücknahme eine freiwillige Leistung. Marlene Holzner meldet sich am Tag nach unserem Interview und berichtigt ihre Aussage. Die chinesische Arbeiterrechteorganisation nimmt wieder Kontakt zu uns auf. Sie konnte einen Aktivisten in eine Fabrik der Foshan Electrical and Lighting Company einschleusen. An diesem Standort wird die Energiesparlampe hergestellt, die wir als Leuchtstoffröhre kennen. Das Unternehmen ist bereits mit Fällen von schweren Quecksilbervergiftungen unter den Arbeitern aufgefallen. Nun brauche ich die Hilfe eines Spezialisten. Heinrich Kramer ist Lichtplaner und war früher in der Röhrenfertigung eines großen Leuchtmittelherstellers tätig. Er kennt sich aus. Also hier kommen die Leuchtstofflampen soweit vorbereitet hinein und es wird auf der einen Seite das Füllgas, nämlich das Quecksilber, zugesetzt. Dann werden die Röhren luftleer gepumpt und dann werden sie zugeschweißt luftdicht. Aber und jetzt sehen wir, dass hier die Arbeiter keine Schutzkleidung tragen. Richtig. Er muss eine Atemmaske tragen und er muss einen entsprechenden Schutzanzug tragen, der, wenn er das Ganze verlässt, natürlich auch entsprechend entsorgt wird. Aber das Ganze ist noch schlimmer, weil ja noch andere Leute in der Halle arbeiten und natürlich auch die Dämpfe nicht nur abgesaugt werden, sondern auch noch sich verbreiten da drin, sodass also auch die anderen noch gefährdet sind, nicht nur der unmittelbar da dran ist. Also ganz egal, wie gut der Abzug dort ist, wenn man so nah an der Quecksilber-Einfüllungsstelle sitzt, dann der Abzug ist so pauschal oben drüber. Also der Abzug ist eher eine Alibi-Funktion. Der Arbeitsschutz ist auch in anderen chinesischen Fabriken ein Problem. Ärzte stellten im Blut von mehreren hundert Arbeitern aus Energiesparlampenproduktionen Quecksilbervergiftungen fest. Hier in den Flaschen sind die proportionierten Quecksilberpillen. Und diese Menge, die ich hier sehe, damit können sie ungefähr die ganze Welt vergiften. Weil das Quecksilber ein so hochgiftiges Element ist. Kann man unter diesen Umständen noch davon sprechen, dass es sich um eine Ökolampe handelt? Na, ich glaube, das kann man sowieso nicht, weil das wird nur ein Gesichtspunkt gesehen, nämlich das ist das, dass sie weniger Energie verbraucht, aber dass sie gleichzeitig dabei die Umwelt verschmutzt mit Quecksilber, das wird eben nicht gesehen. Und der andere große Skandal ist der, dass natürlich das Quecksilber bekannt ist als extrem giftiges Material für die Umwelt und das für die Leuchtstofflampe
eine Sonderregelung geschaffen worden ist, dass man es da benutzen darf. Denn die Vorschriften sind viel, viel strenger für alles andere, alle anderen Geräte. Man darf keine Quecksilberthermometer mehr benutzen und alle diese Sachen. Nur für die Leuchtstofflampe und für die Sparlampe wurde eine Sonderregelung geschaffen, dass man da wieder das Quecksilber benutzen darf. Das heißt also, es ist eine Sondergenehmigung geschaffen worden, damit man wieder weiter mit den Sparlampen sozusagen die Umwelt verschmutzen darf. Brisant. Seit 2004 ist der deutsche Lampenhersteller Osram Teilhaber der Foshan Electrical and Lighting Company. Interviewanfragen lehnt Osram mehrfach ab. Schließlich eine schriftliche Stellungnahme. Kurz und knapp. Die Osram Energiesparlampen halten sämtliche Fertigungsnormen und Richtlinien ein. Fertigungsnormen und Richtlinien, das sind letztendlich von den Lampenhersteller selbst geschriebene Abläufe für die Fertigung. Wenn ich natürlich eine Fertigung in China mache, dann sehen diese Abläufe sicherlich anders aus als in Deutschland. Wir haben strenge Arbeitsauflagen, gesundheitlich und Umweltauflagen. In China gibt es sowas einfach nicht. Und deswegen können diese Lampen so billig in China hergestellt werden. Bei uns würden die praktisch das Zehnfache kosten. Die Frankfurter Ökotest-Redaktion hat 16 verschiedene Energiesparlampenmodelle getestet und dabei festgestellt, dass Markenprodukte und Billiglampen oft die gleichen Schwächen haben. Und dabei ist Quecksilber nicht das einzige Giftstoffproblem der Lampen. Der zweite Punkt, sie dünsten teilweise, nicht alle, aber teilweise, gesundheitsschädliche Substanzen aus. Wir haben das über Verbraucherbeschwerden mitbekommen, dass die gesagt haben, die Verbraucher, die Energiesparlampen stinken. Und wir haben es untersuchen lassen und tatsächlich festgestellt, diese Stoffe, die wir untersucht haben, die will man im Schlafzimmer auf keinen Fall haben. Giftige Stoffe in unseren Wohnungen? Im Labor für chemische Analytik untersucht Gary Zörner für uns die Ausdünstungen verschiedener Lampenmodelle von unterschiedlichen Herstellern. So, das ist hier jetzt der Extrakt von der Probe von drüben, wo wir die Luft auf die Röhrchen gesogen haben. Und das wird jetzt hier von Heimso, diesem Gaschromatograph-Massenspektrometer, dann analysiert, welche Stoffe da praktisch dann drin sind. Bei diesem Verfahren kann man von hier absehen, dass verschiedene Substanzen enthalten sind, die alle flüchtige organische Substanzen sind. Und hier ist sogar das giftige Phenol an dieser Stelle hier nachweisbar gewesen. Was ist das Problem an Phenol? Phenol ist krebserregend und ist von daher gesundheitlich besonders bedenklich. Und wir haben auch noch Tetrahydrofuran gefunden, was ebenfalls krebserregend ist. Und hier noch viele andere Alkylbenzole, die eben auch gesundheitsschädlich sind und das Nervensystem schädigen können, Lebergifte sind und so weiter. Das Schlimme ist jetzt, dass wir einen ganzen Cocktail an verschiedenen Substanzen mit verschiedenen gesundheitsschädlichen Auswirkungen haben. Und das ist dann eigentlich besonders brisant. Wobei das Phenol zwar hervorsticht, aber man einfach sehen muss, dass hier diese vielen Substanzen zusammen natürlich ein besonderes gesundheitliches Risiko beinhalten. Diese Lampe müsste eigentlich sofort verboten werden. Und man müsste eigentlich unbedingt, solange es nicht gesichert andere Technologien und Lampen gibt, die umweltfreundlich und gesundheitsfreundlich sind, die Glühbirne auf jeden Fall noch erlauben. Und es ist eigentlich ein Unding, dass eine umweltmäßig ungiftige Lampe verboten wird und eine Lampe mit diesem ganzen Cocktail an verschiedenen Wirkmechanismen, das wird praktisch dann auf den Markt gebracht. Nicht klar ist, warum überhaupt Giftstoffe aus der Lampe ausgasen können. Hier kann mir hoffentlich ein anderer Experte weiterhelfen. Wolfgang Mees, Sachverständiger für Baubiologie und Umweltanalytik in Neuss. Ich erzähle ihm von unseren Testergebnissen. Wir wissen nicht, wo es genau austritt. Ob es aus dem Sockel kommt, ob es aus dem Glas oben kommt, das ist was ich jetzt gerne wissen möchte. Wir können es versuchen mit einem einfachen Messgerät, mit so einer Schnüffelsonde, die sehr grob und recht unempfindlich ist, einfach herauszufinden, ob es diese Ritzen sind, die zum Lampensockel führen, was ich vermute. Und Sie hören ja jetzt auch schon hier ganz eindeutig, es kommt aus dem Lampensockel, wenn die Lampe eine gewisse Hitze erreicht hat. Gucken Sie sich das an dem anderen Schlitz auch. Da sehen Sie, wie das an dem Glaskörper hochstreicht, der Schadstoff. Ne? Ja. Ich finde das interessant. Wenn jetzt aus dieser Lampe Giftstoffe wie Phenol austreten, ja. Warum macht man die Lampe dann nicht dicht?
Ist es nicht möglich, die so herzustellen, dass da nichts austritt? Das müssten Sie den Hersteller fragen. Selbst wenn es mit hohen Kosten verbunden wäre, ginge kein Weg dran vorbei. Wir reden über Gifte. Und die Gifte haben nichts zu emittieren. Wenn so ein einfaches Gerät an solchen Energiesparlampen schon Gifte und Schadstoffe indiziert, dann bedeutet das, wir haben wirklich ein Problem. Das heißt, da kommen echte, biologisch kritische Schadstoffe raus. Wir fragen wiederum den deutschen Lampenhersteller Osram. Die Osram-Energiesparlampen halten sämtliche Fertigungsnormen und Richtlinien ein. Es wird sich nicht gekümmert. Das Geschäft steht offenbar im Vordergrund, wie so oft bei Produkten. Und wir haben es eben mit Schadstoffen und mit anderen biologisch kritischen Aspekten zu tun. Und die Hersteller lassen das einfach so lange, wie der Verbraucher es konsumiert, so sein, wie es ist. Vor dem Glühlampenverbot müsste sich die EU-Kommission ja eigentlich auch mit der Frage beschäftigt haben, ob die Energiesparlampe als Alternative gesundheitlich unbedenklich ist. Wir fragen die Energiesprecherin der EU-Kommission. Gab es jetzt vor diesem Glühlampenverbot Studien zu den gesundheitsgefährdenden Eigenschaften der Energiesparlampe oder nicht? Bevor wir die Glühbirne aus dem Markt genommen haben, sind wir auch der Frage nachgegangen, wie ist es mit Quecksilber in der Energiesparlampe? Wir haben dazu unabhängige Wissenschaftler befragt, die in unserem Beirat sitzen. Und die haben gesagt, dass es keine Gesundheitsrisiken gibt durch den Quecksilbergehalt in diesen Energiesparlampen. Einen Tag später gibt Frau Holzner zu, der EU-Kommission lagen die Studienergebnisse erst nach dem Glühlampenverbot im Mai 2010 vor. Als die Richtlinie zur Energieeffizienz bei Leuchtmitteln beschlossen wurde, saß auch der Abgeordnete Holger Kramer mit im Parlament. Er hat die Auseinandersetzung mit den Gefahren der Sparbirne ganz anders in Erinnerung. Es ist auch klar, dass die gesundheitlichen Aspekte bei dem Glühlampenverbot und der faktischen stärkeren Inmarktbringung der Energiesparlampe, diese Aspekte keine Rolle gespielt haben. Das hat auch damals die EU-Kommission offen zugegeben. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine weitreichenden Untersuchungen dazu. Es geht ja nicht nur um Quecksilber, es gibt ja auch unangenehme Auswirkungen des Lichts auf die Psyche des Menschen beispielsweise. Das Parlament segnete ab, was ein kleiner Kreis beraten von Vertretern der Leuchtmittelindustrie vorgeschlagen hatte. Ein übliches, aber undurchsichtiges Entscheidungsverfahren. Das beinhaltet, dass die EU-Kommission einen Ausschuss bildet, einen Verwaltungsausschuss, in dem diese Entscheidung gefallen ist. Also eine reine Verwaltungsentscheidung gewesen, keine demokratische. Wer entscheidet denn genau, wer in diesen Ausschüssen sitzt? Das ist letztlich eine Entscheidung der EU-Kommission, die das festlegt. Das ist dann mehr oder weniger willkürlich. Das soll natürlich ausgewogen sein. Da soll halt Wirtschaft, Mitgliedstaaten, Umweltverbände, NGOs, Nichtregierungsorganisationen am Tisch sitzen. Wie das am Ende im Detail in der Praxis aussieht, entzieht sich einer Kontrolle. Wie kommt es, dass dann Vertreter der Industrie da sitzen, wie zum Beispiel Philips und Osram, wenn es um ein Glühlampenverbot geht? Es ist halt eine Frage, wie gut ist man vernetzt? Wer kennt wen? Ja, wer kann mit wem gut? Und da darf man nicht unterschätzen, dass natürlich dann einzelne EU-Kommissionsbeamte auch Freundschaften pflegen, Netzwerke pflegen. Und dann wird eben gesagt, okay, wir haben jetzt hier die Entscheidung XY, ihr seid auch da betroffen, kommt mal damit an den Tisch. Und man muss sich auch wirklich bewusst machen, dass hier im Zweifel nicht ein Umweltschutzgedanke im Vordergrund steht, sondern dass man davon ausgehen kann, dass diese Entscheidungen stark beeinflusst werden von entsprechenden wirtschaftlichen Interessen. Wir besorgen durch solche Entscheidungen Geschäftsmodelle. Ein lohnendes Geschäft, denn für 70% der Deutschen ist die Energiesparlampe nun die Glühlampenalternative Nummer 1. Dabei hat sie einige Nachteile. Baubiologe Wolfgang Mees misst erhöhte elektromagnetische Strahlung. Wenn ich jetzt die Energiesparlampe ausmache und rausdrehe und bei gleicher Einstellung eine Glühbirne nehme, wenn Sie jetzt wieder auf das Display gucken, da sieht man schon, allein die Intensität des Feldes ist bei der Glühbirne erheblich besser, sprich gesünder als bei der Energiesparlampe. Entscheidend hierfür ist die Feldstärke der Strahlung. Speziell diese Lampe macht jetzt eine Feldstärke von 42 mal so stark wie das, was Sie am PC haben dürften. Wir haben auch Energiesparlampen gefunden, die gingen bis über 70 Volt pro Meter, also 70, mehr als 70-fach
über den Computer noch. Was bedeutet es denn für meine Gesundheit, wenn ich jetzt zu nah dran sitze an der Energiesparlampe, wenn ich sie zum Beispiel als Schreibtischlampe benutze? Das heißt, die elektromagnetische Einwirkung auf Ihren Kopf, auf Ihren Körper, auf Ihre Arbeitsumgebung ist einfach biologisch riskant. Das bedeutet, das kann zu neurologischen, zu hormonellen Störungen führen, zu zellulären Störungen führen. Alles Aspekte, die durch eine solch hohe elektromagnetische Feldstärke ausgelöst werden können. Mit unseren Testergebnissen konfrontieren wir erneut den größten deutschen Lampenhersteller. Wir haben Ihre Fragen eingehend geprüft und können Ihnen sagen, dass die Osram Energiesparlampen allen gesetzlichen Standards in puncto elektromagnetischer Strahlung entsprechen. Es ist durchaus möglich, da was zu tun. Ein Lampenhersteller hat sich der Sache angenommen. Er hat eine Lampe abgeschirmt zusätzlich und wir haben die auch vermessen und tatsächlich, wir kommen etwa in die Größenordnung von Computer-Displays rein mit der Strahlung. Sie ist also erheblich reduziert zu allen anderen Energiesparlampen. Im Prüfzentrum Technik in Wilhelmshaven testet Wolfgang Hertha nicht nur Energiesparlampen, sondern untersucht auch die Lebensdauer einer deutlich jüngeren Lichttechnik, der LEDs. Ein Vorteil der Leuchtdioden ist, dass sie kein Quecksilber zum Leuchten brauchen. Meine LED ist ein Halbleiterchip. Dieses Halbleiterchip emittiert Licht. Es gab viele Jahre, gab es grüne, rote, gelbe LEDs. Dann kamen die blauen dazu. Und jetzt haben wir weiße, aber letztendlich diese weißen LEDs ist nichts anderes als eine blaue LED mit einer Phosphorschicht drauf, die dann weiß leuchtet. Diese LEDs sind sehr effektiv, verbrauchen also wenig Strom, um das Licht zu erzeugen. LEDs brennen bis zu 5-mal länger als Energiesparlampen und verkraften auch häufiges Ein- und Ausschalten. Nachteil ist im Moment noch der Preis, bis zu 40 Euro pro Lampe. Großer Vorteil der LED ist, wenn man sie einschaltet, sie ist sofort hell. Das heißt, das Problem, was ich mit Energiesparlampen habe, Kellerbeleuchtung zum Beispiel, wenn man runtergeht, fällt man die Treppe runter, weil noch kein Licht da ist, habe ich mit den LEDs nicht. Dafür sind die also doch sehr gut geeignet. Auch bei den Lichtdesignern spielt die LED inzwischen eine größere Rolle. Katja Winkelmann arbeitet je nach Objekt mit unterschiedlichen Leuchtmitteln. Für die professionelle Ausleuchtung eines Raumes sind allerdings nicht nur die Lampen entscheidend. Heutzutage wichtig für uns als Planer ist natürlich die effiziente Nutzung von Energie. Das heißt also einmal, dass wir effiziente Leuchtmittel benutzen, aber dass wir natürlich auch das Tageslicht mit einbinden müssen. Das heißt, wie kann ich möglichst viel Tageslicht in den Raum bekommen, damit ich möglichst wenig Kunstlicht benutzen kann und wenig Energie verbrauche. Und da gibt es eben zum Beispiel Spiegelsysteme, die das Licht im Raum reflektieren, also die das Licht lenken von einem Spiegel auf den anderen und dann in einen Raum hinein an die Decke, sodass das dort wieder auftreffende Licht eben diesen Raum dann beleuchten kann. Ein großes Projekt der Lichtplanerin ist das Unilever-Haus in der Hamburger Hafen-City. Bürogebäude werden heute vorwiegend mit Leuchtstoffröhren und Kompaktleuchtstofflampen beleuchtet. Katja Winkelmann hat ein anderes Konzept umgesetzt und ausschließlich Leuchten aus LEDs anfertigen lassen. Das Besondere an diesem Gebäude ist eben auch, dass hier sehr viel mit Tageslicht gearbeitet wurde. Hier sind sehr große Dachflächen, die eben eine zusätzliche natürliche Belichtung in das Atrium bringen, die natürlich auch erlauben, dass man weniger Licht am Tage einschaltet, also Energie spart. Diese Ringe, die hier hängen, die sind eben auch auf LED-Basis konzipiert und mit einem anderen Leuchtmittel wäre das im Grunde gar nicht möglich gewesen, weil die kleine Bauform der LED und die lange Wartungsfreiheit das überhaupt erst erlaubt, dass man solche Konstruktionen macht, die man natürlich jetzt nicht jeden Tag abnehmen kann, um das Leuchtmittel zu wechseln. Bei Fertigstellung der Gebäudebeleuchtung hatte Katja Winkelmann noch keinen adäquaten Wandstrahler in LED-Technik. Inzwischen gibt es neue Lampenentwicklungen und sie kann die Provisorien auswechseln. Dieser Strahler, den wir jetzt hier eingesetzt haben, der hat eben diese LED-Punkte linienförmig angeordnet, hat hier eine Linse davor, die sozusagen das Licht aufspreizt. Vorteil ist, ich habe nur 27 Watt Leistung bei diesem Strahler und ich habe eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden. Das heißt, ich muss den vielleicht alle 10 Jahre oder weniger, je nachdem, austauschen. Sind die LEDs denn die Zukunft unserer Innenraumbeleuchtung?
Bei Philips in Aachen forschen Wissenschaftler an einer ganz neuen Lampengeneration, der organischen Leuchtdiode OLED. Massentauglich ist die Technologie noch nicht. Wir dürfen aber einen Blick auf die Prototypen werfen. Das Ergebnis wirkt wie leuchtendes Glas. Das ist eine OLED, eine organische lichtemittierende Diode. Das ist ein neues Leuchtmittel, was zur Familie der Halbleiterlichtquellen gehört, also ganz ähnlich in der Lichterzeugung funktioniert wie eine LED. Das, was die OLED von allen anderen Lichtquellen unterscheidet, ist, dass sie keine Punktlichtquelle ist. Dadurch, dass es jetzt eine Fläche ist, ist sowohl das Licht als auch die Hitze sehr schön verteilt. Und sie ist deshalb ideal dafür, um integriert zu werden. Das können Möbel sein, das können Flächen sein, das können Fenster sein. Die Firma Philips gewährt uns auch Einblicke in die Produktion der neuen Technologie. Erstaunlich, denn über Energiesparlampen wollte auch dieses Unternehmen nicht mit uns reden. Die Fertigungsstätte ihrer neuesten Lampenentwicklung mit höchsten Hygienevorschriften führen sie uns dagegen gerne vor. Wenn wir OLEDs herstellen wollen, ist der allererste Schritt, dass wir mit einem Glas anfangen. Das ist ein Spezialglas, denn es ist ein elektrisches Bauteil. Das heißt, wir müssen mit diesem Glas es schaffen, sowohl elektrischen Strom leiten zu können, als auch Licht aus dem Bauteil rauskommen zu lassen. Dementsprechend muss es transparent sein. Wir beide können uns sozusagen durch diese Glasoberfläche noch anschauen. Nichtsdestotrotz ist hier elektrischer Stromfluss möglich. Aus einer Glasplatte werden später 21 OLED-Lampen. Die Technologie ist noch nicht reif für den Massenmarkt. Wissenschaftler suchen nun einen Weg, wie die Leuchtflächen größer werden können. Auch die Leuchtkraft erreicht noch nicht die gleichen Werte wie herkömmliche Leuchtmittel. Dadurch, dass wir jetzt in eine Reinraumklasse eintreten, ist es notwendig, dass wir einen Mundschutz tragen. Diese dunkelblaue Seite nach außen bitte. Das ist dafür wichtig, dass wir unsere organischen Leuchtdioden partikelfrei herstellen können und im Prinzip keinen Staub auf den Oberflächen haben. Wolfgang Dötter hofft, dass die organische Leuchtdiode die Zukunftstechnologie in der Lichtbranche wird. Auch weil mehr umweltfreundliche Materialien genutzt werden können als bei anderen Leuchtmitteln. Bei 0,7 sozusagen die OLED, diese Nanotechnologie, diese dünnen Schichten abgeschieden werden. Wir kondensieren diese Schichten auf dieser Glasoberfläche. Und daher ist es sehr wichtig, dass diese Oberfläche sehr rein und sauber ist. Am Ende der Waschstraße übernimmt ein Roboterarm die Glasscheibe in die luftdicht verschlossene Produktionsanlage. Hier entsteht das, was die OLED später zum Leuchten bringt. Die leitfähige und lichtemittierende Oberfläche. Dabei werden unterschiedliche organische Materialien auf das Glas aufgedampft. Wir haben bis zu 20 verschiedene Materialien, die da deponiert werden, die dann diese organische Schicht machen. Das ist ein Team, das zusammen funktionieren muss. Jede einzelne Schicht hat seine einzelne Aufgabe. Das Ganze ist mehrere hundert Nanometer dick. Das ist 10.000 Mal so dünn als ein menschliches Haar. Das ist auch für einen Physiker fast unvorstellbar dünn. Das sind fast nur wenige atomare Lagen, die wir aufeinander aufstapeln, um da ein funktionsfähiges Produkt herstellen zu können. Eine faszinierende Technologie. Die organische Leuchtdiode wird am Anschluss noch luftdicht verschlossen, indem wir eine weitere Glasplatte nehmen, auf das jetzt beschichtete Glas aufbringen, zusammenführen, verkleben und luftdicht abschließen können. Anders als die gängigen Leuchtmittel wandeln OLEDs Energie effektiv in Licht um, ohne dabei heiß zu werden. Und verbrauchen dadurch weniger Strom. Die Lebensdauer ist zwischen 20.000 und 40.000 Stunden heute schon erreicht. Das ist also eine Glühlampe hätte 1.000 Stunden Lebensdauer. Das ist 20 bis 40 Mal so lang. Und wenn die Lebensdauer einer OLED abgelaufen ist, wie sieht es dann mit dem Recycling aus? Im Wesentlichen sind die Materialien, die hier verbaut sind, Glaswerkstoffe, sodass sie die ganz einfach entsorgen können. Und die organische aktiven Schichten, das ist organische Chemie, das sind im Wesentlichen Kohlenwasserstoffe, sodass das recycelbares Material ist. Mit dieser Technologie sind auch bewegliche OLEDs möglich. Leuchtende Folien, Lampenschirme, die selbst das Leuchtmittel sind. Oder Fenster und Wände, die für sich die Raumbeleuchtung bilden.
Leuchtende Aussichten, nur leider für den Hausgebrauch noch unbezahlbar. Bis OLEDs alltagstauglich sind, wird noch einige Zeit vergehen. Wem die Energiesparlampe zu viele Nachteile hat und die LED noch zu teuer ist, dem bleibt wenig Auswahl. Auf genau diese Kundschaft hat sich Lampenhändler Stefan Schrader vorbereitet. Rechtzeitig vor dem vollständigen Glühlampenverbot deckt sich der Hamburger mit großen Vorräten der beliebten Birne ein. Sein Ladengeschäft ist inzwischen voll. Er musste zusätzlich zwei Lagerhallen anmieten. Ja, also hier habe ich zum Beispiel eine wunderschöne Lampe, die ganz toll aussieht. Ich glaube, von der Lampe habe ich ca. 1000 Stück oder so. Und wie viele Glühbirnen haben Sie insgesamt auf Lager? Insgesamt schätze ich mal, ja, 1 Million, 2 Millionen werden es schon sein. Ich kaufe 260 Watt Glühlampen und hoffe, dass sie halten, bis es eine echte, umweltfreundliche und bezahlbare Alternative gibt.